Ja, es geht jetzt darum, ein Gleichungssystem, drei Gleichungen, drei Unbekannte zu lösen. Unser Ziel ist es erstmal, die x zu eliminieren. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Zahl multipliziere ich die erste Zeile durch? Sehr gut, das ist die 2, die hier steht. Also das heißt, ich multipliziere das mit 2 durch und ich erhalte, wenn ich das durchmultipliziere, 2x plus 2y plus 2z gleich 3. So, das ist das erste durchmultiplizieren. Das muss doch 6 sein. Hopp, Sie haben recht, Sie haben recht. Dankeschön. Dafür habe ich Sie, dass Sie mich da stoppen. Gut. Oder ich hätte mich dann gewundert, weil wieder Kusch rauskommt. So, womit multipliziere ich die zweite Zeile durch? Minus 1. Ja, sehr, danke schön. Also Sie sehen, hier ist eine 1 davor und aus der 1 machen wir quasi eine minus 1. Ja, und dann erhalten wir, wenn wir das durchmultiplizieren, minus 2x plus 2y minus z gleich minus 1. So, jetzt addieren wir das und wir sehen, hier fällt die 0 weg. Hier fällt das x weg. Ja? Das heißt, hier kommt eine 0, dann steht hier plus 4y und hier steht dann plus z. 2z minus z ist z gleich 5. So, und jetzt schreiben Sie hier in diese Zeile hier unten die erste Zeile, die schreiben Sie ab, wie sie ist. Und drunter schreiben Sie einfach diese Zeile hier. Die schreiben Sie drunter statt der. Also die ist jetzt weg, das kennen Sie von der vorigen Rechnung. Und da schreiben Sie dann diese Zeile so, wie sie ist, drunter. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, dieses x zu eliminieren. Also dieses hier. So, und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin? Normalerweise nimmt man, wenn man streng nach Algorithmus geht, die obige Zeile und multipliziert die mit dem minus 1. Aber, weil da dann minus x davor steht. Aber wir können es auch anders machen, wir können sie auch quasi einfach so abschreiben. Also mal plus 1, also mit plus 1 multiplizieren. Das ist also das mal 1. Und die nehmen Sie dann auch mal der oberen 1. Ja? Also das heißt, wo Sie das Minuszeichen nehmen, also hier nehmen Sie quasi die minus 1, also die plus 1. Wo Sie das Minuszeichen nehmen, ist egal. Hier multiplizieren Sie dann auch mit 1, schreiben Sie also einfach ab. Und dann erhalten Sie hier minus x plus 2y minus z gleich 0. So, und jetzt können Sie die beiden addieren, die beiden Zeilen, und da sehen Sie, da fällt das x weg, dann habe ich hier die 0, dann steht hier 3y, die z fallen, das ist Zufall, die z fallen auch weg, gleich 3. Diese Zeile schreiben Sie jetzt hier wieder zurück, da steht 3y gleich 3. Das ist das, was wir dann so hier hinschreiben. Und wir haben jetzt aus diesem Gleichungssystem drei Gleichungen, drei Unbekannte, ein Gleichungssystem gemacht, wo immer noch drei Gleichungen, drei Unbekannte drin sind, aber wo hier vorne, an dieser Stelle hier, da fehlen jetzt die x. Ja? Also an der Stelle x fehlt. Und das ist wichtig. Also das heißt, das x ist weg, das x ist nur noch hier oben drin. Und das heißt, drei Gleichungen, drei Unbekannte werden de facto zu zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Zwei Gleichungen, zwei Unbekannte, ja, das können wir ja direkt lösen. Haben wir ja schon einen Algorithmus, wie das geht. In unserem Fall ist es besonders einfach, ist aber Zufall. In unserem Fall ist es besonders einfach, weil da haben Sie hier 3y gleich 3. Das z ist schon weggefallen, sonst hätten Sie ja nochmal ein LGS lösen müssen. Egal, 3y gleich 3 oder y gleich 1. Und jetzt wissen Sie, dass y ist 1. Jetzt gehen Sie in die Gleichung 4y plus z gleich 5 mit dem y gleich 1 rein.
Und dann haben Sie 4 plus z gleich 5 oder z gleich 1. Und jetzt gehen Sie in die obere Zeile. Sie sehen, also im Endeffekt brauchen Sie das, was hier steht, das hier, das brauchen Sie alles nicht mehr. Ja, das ist alles uninteressant. Deswegen schreiben Sie eventuell diese Zeile nochmal ab und haben Sie x plus y plus z gleich 3. Ja, da sehen Sie, das x ist das Gesuchte, das y ist 1, das z ist 1, also steht hier x plus 1 plus 1 gleich 3 oder x ist ebenfalls 1. Und dann können Sie die Lösungsmenge aufschreiben und die Lösungsmenge ist dann 1, 1, 1. Gibt es Fragen zu dieser Aufgabe? Gut.